vorgestellt. AirPods CEO. Ja, Vorschau Nummer 14 war es, glaube ich. Und ja, wir haben jetzt noch die Aufgabe einer Parkposition im Außenbereich zu machen. Die wollen wir jetzt hier irgendwo hin machen. So, das ist dann... hier sieht man das sehr schön. Das ist die Parkposition, die wir hier irgendwo haben sollen. Und jetzt müssen wir überlegen, wo wir das hinmachen. Tendenziell würde ich das jetzt hier hin machen wollen. Bau eine Haltestelle für Vorfeld-Shuttlebusse. Also das, denke ich mal, ist schon hier richtig, ne? Straßentunnel, Luftzeit. Entschuldigung. Ja, dann fehlt uns hier noch die Bauarbeit am Zuort. Fahrzeugkontrolle haben wir alles. Dann muss ja hier das sein, ne? Haltebucht für Servicefahrzeuge. Haltestelle für Vorfeld-Shuttlebusse. Gut, rotaten wir das mal, aber so ist richtig. Gut, dann würde ich das so machen. Da oben kommt eine Tür hin und dann können die da einsteigen. Dann brauchen wir noch luftseitige Straße. Ne, die brauchen wir nicht. Wir brauchen Fußgängerwege. Fußweg. Den machen wir hier hin. So, und dann gibt es da noch eine Tür. Die waren da. Und da. So, dann kommt das dahin. Und dann brauchen wir da unten noch eine Parkposition. Ach so, da müssen wir auch noch auswählen hier. Und die machen wir hier hin. Drehen das Ganze allerdings um. Machen die dahin. Dann brauchen wir noch Verbindungsstrecken. So. Und da oben muss noch eine Parkposition dann hin. Das war das. Und das kommt dorthin. Und dann brauchen wir noch luftseitige Straße, die dann hier weitergeführt wird. Da haben wir nicht so viel Geld, okay. Machen wir es jetzt so. Sind wir schon auf schnell? Ja, sind wir schon. Okay, das reicht. Das reicht noch nicht. Jetzt ist Geld gerade alle. Wir sind im Minusbereich. Kommen aber gleich wieder hoch. Da oben wurde auch schon gebaut. Jetzt sind wir wieder im Plus. Und da. Eine Person kann nicht in... Alles klar, das ist aber halb so wild. 2.500 Visa. Das muss besser werden hier. Heute um 7 Uhr in Personenkernsicherheitszone nicht. Okay, alles gut. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen Geld hier in der Kassen spülen. So, da. Kriegen wir schon hin. Und das haben wir auch fertig. So, dann müssen wir gucken, dass wir den hier bauen und verbinden einen Bord. Denkschalter mit der Haltestelle im Vorfeld-Shuttle, also der da. Einen Boarding-Schalter brauchen wir dann noch. Das ist der, den wir dann so dahin machen, oder? Ja, komm, zack. Dann muss der noch gebaut werden. Okay, da warten welche. Sind das Top-Secrets-Leute? Okay, keine Ahnung. Die haben sich in die falsche Bushaltestelle gestellt, oder wie sehe ich das jetzt hier? Keine Ahnung. Werden wir abwarten. Die machen das schon. Und dann können wir den
Nicht damit, sondern das war falsch, sondern mit dem können wir das da verbinden. Und das ist der Standplatz da hinten. Okay. Und das hier ist eine Servicehaltestelle, das ist verkehrt. Was sagt denn der Bau eine Haltestelle für Selbstfahrzeuge und. Achso, da müssen wir auch noch so ein Ding machen, ne? Servicefahrzeug. Oh, hier müssen wir ganz schnell was wegklicken. Ja, das war das. Und Servicefahrzeug. Haltebucht für Servicefahrzeuge. So. Kommt die dahin. Und dann müssen wir die mit der da verbinden, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Das muss erst hier noch los. Die Gepäckladestation, die können wir definitiv schon verbinden. Das ist schon mal erledigt. Können das wahrscheinlich auch schon anmachen. Ja, die fehlt noch, aber das machen wir schon noch. Wenn die dann gebaut ist. Aber da werden ja wohl gleich welche kommen, da sind sie schon unterwegs. Die kriegen das doch fertig, oder? So, jetzt haben wir das alles. Kaufe mindestens einen Vorfeld-Shuttlebus. Achso, das müssen wir hier unten machen. Einkauf. Und ein Shuttlebus. Tanklaster, Pushback-Fahrzeug, Treppenfahrzeug, Vorfeld-Shuttlebus. Den kaufen wir jetzt. Das müssen wir wegklicken. Und dann läuft's. Oder? Alles ist verbunden, alles ist gut. Mal gucken, wann der Shuttlebus erscheint. Hier der Parkplatz ist zu klein, kann das sein? Kann auch nicht größer machen. Parkplatz für Servicefahrzeuge. Und den gibt es nur in der Farbe oder was? Na dann. Machen wir hier hin, oder? Das anklicken. Ist das der Shuttlebus? Vorfeldbus, ja. Jetzt brauchen wir noch ein Servicefahrzeug. Tanklaster. Brauchen wir noch so einen Wagen, damit die Dingens dahin können, sag schon die Ramp Agents. Der muss ja jetzt hier irgendwann erscheinen, ne? Da kommt er schon. Und der parkt dann da, oder? Ne, der fährt schon hier durch. Ach so, der muss da hinten drehen, auch sehr interessant. Jetzt ist er da. Jetzt müssen wir warten, bis der geplante Flug abgefertigt wird. Okay, schauen wir mal gerade in dieses Ding da rein. Und der Tag ist schon ruhig, das heißt, der nächste kommt und der ist schon da vorne. Gelegen heißt das. Okay, sehr interessant. So, Uhr läuft. 33 plus haben wir, das ist ja schon mal was, ne? Eine Stunde, 1 Uhr, nicht eine Stunde, 1 Uhr 24, 1 Uhr 30 rundweg.
Mit wo fing der an? Müssen wir gerade noch mal gucken. 5.23 Uhr kommt er an, der Flieger. Bin ich gespannt. Drei Uhr haben wir schon. Noch 2 Stunden. Ist das hier eigentlich zum nächsten Tag vorspulen? Okay, weiß ich nicht, wie lange der nächste Tag, wann der nächste Tag anfängt. Also mal besser so. Die 1,5 Stunden kriegen wir noch hin. So, 1 Stunde noch. Jetzt müssen ja gleich hier die schon etwas eher da sein, die Ramp Agents, oder? Da war gerade was hochgegangen, aber ich weiß nicht, was da war. Jetzt müsste ja ein Wagen kommen. Ah, da ist das Auto, okay. Ist denn da einer ausgestiegen? Nee, ne? Die Treppe ist da und die steigen in den Bus ein. Alles ist gut. Okay, das hat soweit funktioniert. Okay, jetzt wird's Tag. Der Flieger steht hier noch. MP708. Der soll um 10.08 Uhr abfahren. Um 7.30 Uhr. Okay, das ist soweit gut. Jetzt fährt der Ramp Agent Wagen oder der Service Wagen fährt wieder weg. Keine Ahnung warum. Die da zwischendurch hier waren, weiß keiner. Geld ist gerade im Negativen. 10.08 Uhr, Stündchen noch. Da kommt wieder der Service Wagen. Jetzt müsste der Bus langsam erscheinen. Da kommt das Pushback-Fahrzeug. Die kommen zu Fuß. Sehr interessant. Ich dachte, wir hätten hier einen Bus. Naja, das war wohl was falsch gelaufen, oder? Naja, aber das ist durch, ne? Das Tutorial. Glückwunsch. So, jetzt ist das. Jetzt kann man noch Gateways bauen und sowas alles und Gangways und wie das alles heißt. Aber das ist jetzt für uns erstmal hier erledigt. Wir haben den Flughafen soweit am Laufen. Wir haben hier 428. Der Vertrag läuft in dann ein paar Tagen noch ab. Das werden wir also auch nicht hinkriegen mit den 1150. Hier ist noch was mit 449, ist auch nicht. Die sind schon abgelaufen. Alles soweit gut. Jo, da haben wir den Einblick an dem Spiel gehabt, würde ich sagen. Es ist sehr interessant, es ist sehr wuselig. Da kann man bestimmt noch ganz viel machen, wenn man das möchte. Dieses hier kann man leider nicht aufrüsten, ne? Ne, das geht nicht. Aber wir haben hier unten ja noch den zweiten Stand da, den Python-Parkplatz, da geht ja auch noch was. Und ja, dann frage ich mich, warum der Bus jetzt hier eben nicht hingefahren ist. Zufahrtszeit für Fahrzeuge, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Doch, ist schlimm, weil die jetzt nicht weg können sozusagen. Aber das ist jetzt fürs Tutorial, da ist das bei uns jetzt erstmal egal. Okay, dann sind wir durch. Was können wir noch dazu sagen? Es ist ein richtig cooles Spiel. Wer sowas machen möchte und Bock darauf hat, der ist da mit dem Geld gut bedient. Ich habe jetzt gerade keinen blassen Schimmer, wie viel es kostet, aber
ich sag mal, ein 20er kann man da locker für geben. Das ist dann auch sein Spielwert hat das. Man kann natürlich noch viel, viel mehr ausbauen. Man kann das hier bestimmt besser bauen. Das ist ja jetzt so gewachsen im Tutorial. Man kann von vornherein eine andere Fläche nehmen und sowas. Aber schön ist es. Man kann überall irgendwas ausbauen bestimmt noch. Hier, das ist bestimmt auch noch machbar und so. Das sind ja auch hier weitere Stationen, die erst nur klein sind. Da kann man größere bauen. Hier das Paketdingens, das ist bestimmt noch zu optimieren weiter. Diese Abfertigung für Gepäck und sowas, das ist alles noch machbar. Ja, dann würde ich sagen, sind wir erst durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid in irgendeinem anderen Projekt. Und falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare sind wie immer herzlich willkommen. Können wir darüber reden, was wir so machen sollten. Besser, schlechter oder anders. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.